ist mal wieder Zeit für ein neues Turbinen-Testlauf-Video. Kurz aber noch was anderes. Und zwar, das ist jetzt ein Turbinenrad, wie wir sie häufig vorher immer verwendet haben, wie ihr es auch aus anderen Videos wahrscheinlich kennt. Hier ist aber ein anderes, das haben wir aus Amerika zugeschickt bekommen. Das ist ein wirklich sehr gut und schön verarbeitetes Turbinenrad. Sogar mit Kühlung innen in den Blättern. Das ist jetzt eigentlich eher für axialen Luftstrom gebaut. Deswegen haben wir den hinteren Starter entfernt, damit wir eher wenig Radialanteil der Luft haben. Falls ihr auch solche Teile euch bauen lassen wollt oder fertigen, könnt ihr mal in der Beschreibung gucken. Da habe ich nämlich eine E-Mail-Adresse reingepackt, wo ihr den Herrn, der uns das gemacht hat, kontaktieren könnt. Ja, ansonsten guckt euch jetzt das Video an. Also die nächsten Ansatzpunkte, wo wir ein bisschen experimentieren wollen, einfach ein bisschen austauschen, vielleicht noch ein paar andere Formen ausprobieren wollen, das sind die Turbinen, der Stator und der Diffuser.